Hallo, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ich wollte aber noch mal ein kurzes Video machen zum Buch. Es ist da, auch physisch da. Wenn ich den Verlag so richtig verstanden habe, dann hat es sich so ein bisschen verzögert jetzt, weil die Auslieferung von der Druckerei zu den Buchhändlern, gab es scheinbar irgendwelche Themen, aber ich bin nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber auf jeden Fall ist es jetzt bei Amazon, glaube ich, ganz normal lieferbar, 24 Stunden und bei natürlich auch gerne beim lokalen Buchhändler eurer Wahl bestellen. Die hatten das sogar früher, glaube ich. Und ja, freue mich bei einer Rezension natürlich. Ich habe schon vieles super Feedback bekommen. Also besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil heißt Denken. Da geht es so meine Biografie und der Liebeschip. Kam scheinbar besonders gut an, der Teil. Dann gibt es einen Bereich Fühlen, psychologische und spirituelle Erörterungen rund um toxische Beziehungen und Beziehungen allgemein. Und da haben wir zum Beispiel so lustige Sachen wie der Beauty-Contest der neuen Zeit oder wie mache ich jetzt meiner Seele recht oder Drama suchen oder der Retterkomplex, was zum Manifestation und so weiter. Sehr, sehr nett. Und dann dritten Teil, der heißt Handeln. Da geht es um ja, deinen Weg aus toxischen Beziehungen, Selbstwert, Probleme mit dem Begriff Narzissmus und so weiter. Und ja, holt's euch. So viel Kompaktheit für so wenig Geld ist schwer zu kriegen. Und genau. Freue mich aber auch einfach, ob ihr das jetzt auf Amazon macht oder auf anderen Plattformen. Also ich freue mich auch, könnt mir auch gerne Nachrichten schicken auf Social Media oder an Supported Leadership oder über das Formular auf meiner Webseite, wie das bei euch so angekommen ist, das Buch. Und läuft denn eigentlich die Verlosung noch? Oder? Ja, die läuft ja. Noch. Also noch gibt es die Möglichkeit, auf einen Wohlfühlkurs zu gewinnen, beziehungsweise erstattet zu kommen, wenn ihr ihn schon gebucht habt. Wenn ihr auf Instagram in der Story, da sind wir ja ganz streng hier, also nicht im Feed, sondern in der Story, das Buch verlinkt mit @liebeschip, auch das physische Buch und nicht nur die Bestellung vom Buch. und da wird aus den 20, bisher haben das glaube ich 16, 17 Leute gemacht, aus den 20 losen wir dann 2 aus. Genau. Ja, genau. Ansonsten würde ich jetzt gern sagen, wir sehen uns auf der Lesung, aber da ja gerade die Zügel weiter angezogen werden, ist ja auch egal, ist halt wie es ist. Es ist wahrscheinlich, wird das wohl noch ein bisschen dauern. Ich habe mir gestern schon mal einen Chip geholt, auf jeden Fall. gestern meine erste Impfung bekommen. Ja, weiß nicht, wen das interessiert, also keine Ahnung, tat ein bisschen weh, beziehungsweise der Arm tut ganz schön weh heute, aber ja, ein bisschen müde, aber sonst alles gut und war doch, war in Hamburg im Impfzentrum, war doch beeindruckt, hatte immer den Eindruck, es läuft gar nichts mehr in Deutschland, aber jetzt so langsam scheint die deutsche Maschinerie zu laufen, sag ich mal. Und also ich war wirklich beeindruckt von auch wirklich total nette, gute Stimmung da, alle Leute gut drauf, super, ein super Gespräch mit so einer Ärztin da. Also ich fand das sehr beeindruckend, muss ich mal echt sagen. Genau. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.